Hallo ihr Lieben, heute mal ein ganz kurzes Video zu dem Thema Vegan Mom at YouTube. Ich hatte eine Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, die während ihrer Schwangerschaft oder während der Stillzeit ihre Ernährung umgestellt hat auf Rohkost. Ich glaube, gerne Rohkost, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte. Und ihre Tochter wurde gestillt, also war es während der Stillzeit. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn du plötzlich von normaler Kost auf vegane Rohkost umstellst, dass du stark entgiftest. Ja, der Körper freut sich über die gute Nahrung, fängt an zu entgiften, um die alten Gifte loszuwerden, und es geht alles über in die Muttermilch. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem dritten Sohn. Fing ich an, mich hier gesünder zu ernähren und fing an mit grünen Smoothies, aber Wildkräuter. Die entgiften sehr stark, und ich hatte das gerade die ersten 2-3 Monate gemacht. Da war er halt 2 Monate alt. Er ist krank geworden, er hat sich erkältet, es ging ihm nicht so gut. Und dann habe ich natürlich aufgehört, weil ich mir dachte, es kann sein, dass es an den Smoothies liegt. Es lag auch daran. Ich möchte alle Mütter warnen, macht nicht denselben Fehler. Wenn du, also passen jetzt zu der Reihe, wir erzählen halt, dass es sehr gesund ist und dass es gut ist. Wir erzählen ja von eigenen Erfahrungen, aber mach deine eigenen Erfahrungen. Natürlich ist es gesund, aber wenn du umstellen möchtest, ich rede zu schnell, gell? Dann mach das. Schritt für Schritt. Das heißt, wenn dich diese Ernährung interessiert, vegane Rohkost, dann mach das nicht plötzlich, sondern mach erstmal eine Mahlzeit die ersten paar Monate. Dass du zum Beispiel nur eine Mahlzeit vegan hältst und Rohkost hältst und den Rest erstmal so lässt, dass sich der Körper daran gewöhnt und nicht so stark entgiftet. Das ist wirklich schlecht, wenn das Kind das alles abbekommt. Wir wissen nicht, was das für Schäden auf Dauer für das Baby hat. Ja, ich weiß nicht, was mein Kind später noch, keine Ahnung, wissen wir nicht. Es ist halt traurig, aber es ist die Wahrheit. Und bevor ich den Fehler gemacht habe und noch andere Mütter, will ich nicht, dass alle anderen auch den gleichen Fehler machen. Wenn du dich gesunder ernähren möchtest, mach das zwar, aber mach das nicht so radikal, mach das Schritt für Schritt. Falls du weitere Fragen hast, stell sie mir unten in den Kommentaren. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. Tschüss!